Was geht da oben? Ist da der... Okay, noch nicht, aber bald. Oh, ich wollte sie nicht umgehen. Tut mir leid. Okay, ein bisschen ist noch da. Sehr schön. So, ich bin bei Tavernenruf Level 11. Das ist schön. Bitteschön. Eine Sekunde bitte. Jetzt noch mal Wein reinwerfen können. 18 Gold. Du hast die Käseherstellung freigeschaltet. Du kannst eine Käserei und ein Reifregal für Käse am Briefkasten bestellen. Außerdem kannst du Käserezepte in den Kochtechniken freischalten. Geil. Geil! Und 18 Goldmünzen. Meine Güte, werd doch mal fertig, wein. Wenn du nicht fertig wirst, wein. Dann werde ich weinen. Oh Gott. So. Ich frage mich vor allem auch, wenn ich so einen Papagei habe und den trainiere oder zähme oder was auch immer, ich kann das ja steuern mit seinen Keksen. Da frage ich mich, was ist am Ende dann der Sinn davon? Tut der was, der Papagei? Hilft er mir in der Taverne oder ist der einfach nur hübsch? Oder? Und das werde ich dann halt rausfinden. Ich habe irgendwie so ein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht die Leute, die stänkern, wegjagt. Aber vermutlich wird es das nicht sein. Vielleicht aber auch doch. So Leute, dann kommt mal und holt euch nochmal was, weil dann werde ich die letzte Runde ausrufen. Denn ich habe ja noch was vor. Oh, der Wein. Okay, Leute. Ich denke mir gerade, vielleicht kriege ich noch ein, zwei Mal Wein an die Leute. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Wollen Sie nicht lieber einen saufen? Ich habe super tollen Wein da. Aha.
Gleich noch zweimal Wein, das ist gut. Dreimal, sehr schön. So, will noch jemand Wein? Na? Letzte Runde. So, ich denke, rausfinden tun die allein. Tschüss, ne? Tschüss, ich muss mir einen Papagei kaufen gehen. So, 19 Gold. Gobbel, 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 gobbel. Also ich laufe seitlich. Da, der hat nämlich lila an sich. Ich habe alles, was du brauchst. Diskretion ist etwas, das ich an meinen Kunden schätze. Sag mir, was brauchst du? Sprich. Ich weiß nicht, welche Zweifel du hast. Es ist ganz einfach. Du musst nur das Ei mit dir herumtragen, bis es schlüpft. Das ist alles. Da fällt mir ein, wenn du hier irgendwelche seltsamen Eier findest, zögere nicht, sie mir zu bringen. Viele Arten brauchen besondere Bedingungen, um zu schlüpfen. Und glaube ja nicht, dass sie leicht zu unterscheiden sind. Du hast Glück, einen Experten wie mich zu haben. Ja gut, also mit dem... Sag mir, mein Freund, was kann Crowley für dich tun? Also mit dem Hühnerei passiert ja nicht viel. Aber ich kaufe mir ein Papageienei. Ich hole mir einen Vogelkäfig, eine Vogelstange. Hallo. Und erstmal 10 Keks. Na gut, komm, nehmen wir mal 23 Kekse. Patsch. So. Verbrauchsgegenstand. Papageienei? Das ist einfach nur ein Objekt. Okay. So. Dann, ich gebe keine Rabatte, mein Freund. Nimm es oder lass es bleiben. Wenn jemand fragt, ich bin hier gewesen. Ja, kein Problem, bist du nicht. Also, das Hühnerei, darauf reagiert er nicht. Also ist das wahrscheinlich wirklich einfach nur so ein Verbrauchsgegenstand zum Kochen. Ich schlepp das aber noch eine Weile mit mir rum. Das Papageienei auch, das muss ich ja tun, bis es schlüpft. So. Den Vogelkäfig und die Stange und so, das werde ich jetzt irgendwo hinstellen. Und dann gilt es eigentlich nur noch darum, darauf zu warten, bis das schlüpft. Aber ich bin froh, dass ich das dann noch erledigt gekriegt habe. So, jetzt ist die Frage, wo stelle ich die Stange hin? Und den Käfig. Ah, okay. Und mit T kann ich den Stil ändern. Okay, also ich habe gerade noch nicht wirklich den Platz dafür. Aber das ist ja nicht schlimm, weil der Papagei ist ja noch gar nicht geschlüpft. Also, es soll ja einer sein. Es ist spät. Ich gehe pennen. Ich mache natürlich vorher noch das Feuer aus. Und es wäre vielleicht auch schlau, noch mal so ein bisschen Kohle nachzulegen. Wow.
Und jetzt gehe ich einfach pennen. Und an der Stelle würde ich jetzt halt auch sagen, ein bisschen was haben wir wieder geschafft. Und wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, ihr kennt das, dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt, wie immer, morgen. Tschüss.